Hallo Freunde, da bin ich wieder. Euer. Ja. Ich. Spieler Zelda. Haha, wie ihr ja seht. Ja, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir waren da stehen geblieben, dass wir Zeit stoppen sollten, wenn wir da so etwas aufnehmen. Scheiße, gut, dann orientieren wir uns jetzt an dieser Uhr dort. Wir haben es jetzt genau 15. Ich bin Zelda so Minoschka, wie wir schon mitgekriegt. Ja, blöd, ich rede mal das gleiche. Nö, haha, müssen wir erstmal hier kleine böse Schnecken ab. Ja, nu? Eine verschlossene Tür. Ring! Ja, und dann gibt's halt ständig so eine kleine Geheimnisse. Oh, das ist so wunderbar in diesem Spiel. Schlüssel halten, öffnen verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Raum. Hui. Oh mein Gott, ich kann nicht schwimmen. Yeah. Huhu, kann man diesen Hebel vielleicht schon aussehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Natürlich, er weiß ja auch, was für Tasten ich hier habe. Super. Geht's. Wow. Ah, ich kann mich nicht töten. Ich frag mich eigentlich nur warum. Das ist ja ein riesiges Wasser. Achso, genau, ich hab's vergessen. Nicht das Wasser ist groß, sondern wir sind klein. Wie so ein Raketenwerfer. Ja, diese komischen Staubdinger können wir auch nicht aufheben oder sonst irgendwas. Und das Pass ist gelöst. Weiter geht's. Schön, wenn die mal so hüpfen lassen, die mal vier Sprünge gleichzeitig machen. Lol. Manchmal sagt er was von wegen, oh, jetzt hat sich das Fass bewegt. Jetzt auf einmal, obwohl ich schon eine ganze Runde gelaufen bin. Huch, Kindchen, das Fass hat sich bewegt. Ja, warum bloß, warum? Ah, die kann ich halt zurück. Wenn wir doch nur etwas hätten, was wir auf den Schalter schicken können. Oh nein. Ein Glück, dass ich noch keine Krüge hier öfter schlagen kann. Und auf weiter geht's. So. Drück unter. Ja, bla. Gefunden. Was war da drin? Natürlich ein Schlüssel. Welche geistige Logik. Ja, cool. Ach ja, und wenn ich darüber laufe, irgendwie verlangsamt mich. Der zieht und wird rot und. So, und das Spiel versuchen wir hier zu fast 100% durchzuspielen, beziehungsweise zu 100%. Ja, die Dungeon Card haben wir aufgefunden. Cool. Das ist wichtig. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Ja, jetzt. Da ist die Karte.
Jetzt wissen wir, jetzt kennen wir alle Räume und die hellblauen, da waren wir schon drin und die dunklen, da waren wir halt noch nicht. Ja. Das war die Karte. Ja, die Karte ist sehr primitiv. Wunderbar. Wir können weiter. An einem komischen Pilz und hüpfen professionell, wie wir sind. Rüber. So, es ist schon viel bequemer. Ne? Das ist nervend. Können die ruhig abstellen. Mein Gott. Super Poster hier, ey. Boom. Dinger in Blau sind noch Dinger. Davon gibt es ja noch welche, die am Blauen. Die sind nur anstand die.